Hier ist das Hamburg 1 Frühcafé und Achtung, Achtung, wir sind ja sozusagen das musikalische Trüffelschwein mindestens für diese Stadt und haben mal wieder eine echte Perle hier zu Gast. Es ist Benjamin Jean Gabi von den Homesick Astronauts. Moin Benny. Moin. Toll, dass du da bist. Ja, danke schön fürs Einladen. Immer als erstes kurz die Frage nach dem Befinden, denn die Musiker um die Uhrzeit, das ist ja mal so eine besondere Herausforderung. Geht's? Ja, es geht auf jeden Fall. Ich habe mir vorgenommen, Viertel vor fünf hier zu sein und dann hat man so diese akademische Viertel mit drin und dann passt es auf jeden Fall. Super, hat geklappt. Auf jeden Fall ungewohnt, ja. Dein Name deutet auf Frankreich hin. Gibt es noch irgendwelche Wurzeln? Nicht ganz Frankreich, aber Haiti. Meine Mama hat daher sozusagen den Einschlag mir mitgegeben. Deine Mama ist Haitianerin. Ja. Genau. Toll. Haitianerin. Schon mal international. Aber du bist Hamburger Jung. Ich bin Hamburger Jung. Aus welcher Ecke kommt die Band sozusagen? Die unterschiedlichst. Also der Großteil hat sich eigentlich aus dem Norden, wegen Langhorner Chaussee, genau, okay. Daher kommen wir aus Langhorn irgendwie. Und unser Bassist André, der kommt aus Stuttgart, okay. Und ist dann über Nürnberg halt irgendwann hier gelandet, genau. Ja gut, Schwaben, Hanseaten, das hat schon immer gut funktioniert. Du warst aber einige Monate in Australien und das ist deswegen erwähnenswert, weil es nicht nur den Bandnamen, glaube ich, hat entstanden lassen, sondern auch eure Musik geprägt. Erzähl doch mal ein bisschen. Ja, ich war dort drüben für ein halbes Jahr, 2005 war es, glaube ich. Und habe halt einfach generell da sehr viel Inspiration rausgezogen aus der Zeit da drüben, wie wahrscheinlich viele auch. Also ist ja ein beliebtes Reiseland. Aber konnte da halt glücklicherweise bei Familienmitgliedern von mir wohnen und war halt so halt auch mittendrin im alltäglichen Geschehen und konnte da halt wirklich dann auch den Lifestyle da so genießen mit allen Vorzügen. Und daraus ist ein bisschen euer Sound entstanden. Also ich denke ist, schon, ist das ja. So, kann man das als Indie-Pop beschreiben oder ich Rock, glaube, oder? Ich glaube, man kann das schon wirklich als Indie-Pop bezeichnen, gerade auf der Platte. Und live rockt es dann schon noch ein bisschen mehr, aber ich glaube, das Genre ist ja immer schwierig mit Genres, aber das passt auf jeden Fall. Bandname Homesick Astronauts. Das hat auch irgendwie mit Australien zu tun. Ja, genau. Ist einfach daran angelehnt gewesen, dass ich halt da drüben saß, irgendwie mir eine Gitarre für $100 gekauft habe, irgendwo in so einem Porn, also nicht Porn, sondern Pornshop. Porn? Ja, also sozusagen so ein Pfandladen, wo man halt irgendwie... Also siehst du, genau das. Pornshop, wo man halt einfach irgendwie für $100 irgendwas abgibt. Da habe ich mir irgendwie eine alte Klampe gekauft, habe dann irgendwie angefangen, Songs zu schreiben. Und irgendwann war dann auch irgendwie gut da drüben. Also so schön es auch war, war es dann irgendwann auch so, dass ich dachte, Mensch, irgendwie das wird doch irgendwie ganz schön die... mitzunehmen und mit den Jungs wieder irgendwie dann aufzubereiten. Band gab es sozusagen vorher schon, da war es ja in anderen Konstellationen, genau. Genau, daher Homesick, Astronauts, das ist eine schöne Metapher, glaube ich. Okay, dann sind wir gespannt. Aktuelles Album gibt es von euch, heißt, ich muss noch mal ganz kurz, Rocket Science, ne? Genau. Genau, und davon hören wir jetzt einen Song von dir. Ah, danke schön, ja. Sehr gerne. Dann freuen wir uns, mal gucken. Footnails sneaking out of bed, slept like a stone, silly dreams in my head. The alarm rings, you get up and ready for work. Paint your eyes seems so absurd. And there she goes, that I had to lose you to find you again. It all didn't work out the way that it was planned. We wanna go out and travel the world, make love, not just a word. And there she goes on. Sticks and stones, I'm yours with all my flesh and bones. And you shine on me fresh like the sun, like the morning had just begun. And there she goes on.
there she goes. Benny von Homesick, erstmal super. Dankeschön. Ich mag Dankeschön. Den Sound. Ich mag diesen Sound. Was macht man jetzt mit dieser relativ jungen Karriere noch? Wie wird man jetzt deutschlandweit Megaseller eigentlich? Indem man vielleicht nicht zu Dieter Bohlen geht. Hast du mal eine Castingshow mitgemacht? Nein, also im Prinzip, also das kam halt überhaupt nicht in Frage. Also jedem das sein, aber das war für uns halt nicht, kam nicht in Frage oder kommt auch nicht in Frage. Wie man es macht, ich glaube, indem man halt einfach ein bisschen Glück hat, viel dran arbeitet und Jungs hat wie von unserem Label halt, also California Sunset Records, die mit bei Wave Music drin sitzen, Sampler machen, wunderschöne Sampler seit ewig. Und da hat einfach alles ineinander gepasst. Und ich habe gerade vorhin mit Tim gesprochen, vom Label, der auch heute hier ist. Und es passt einfach dann ineinander und so kann man das Ganze dann ein bisschen aufbauen. Also entweder von oben durch ein Major-Label das natürlich versuchen, wobei das auch nicht immer gegeben ist, oder man schafft sich seinen kleinen Weg. Und da haben wir auf jeden Fall schon lange dran gearbeitet, jetzt auch ein paar Jährchen. Und ich glaube, so kann man dann auf jeden Fall irgendwann hoffentlich mal eine ganze Menge Leute erreichen. Zum Beispiel auch mit früh aufstehen und im Frühcafé die Musik präsentieren. In Hamburg macht ihr schon gut Clubs voll. Wann seid ihr das nächste Mal live zu erleben in unserer Stadt? Bei uns in der Stadt sind wir das nächste Mal live zu erleben am 9.5. in der Ponybar. Mhm. Das wird auf jeden Fall ein ganz muckeliger kleiner Gig. Und des Weiteren im Juli im Freundchen Kompetent in der Gertigstraße. Das sind auch echt gute Jungs und ein schöner Laden, das macht echt Spaß. Und ja, genau, also Highlight ist halt definitiv, dazu kommt halt auch diese CD von der Bühne 16 halt. Mhm. Das Bühne 16 ist Sylt. Bühne 16 Sylt Kampen, genau. Sven und Flo, das sind die Jungs, die den Laden dort irgendwie schmeißen. Und die haben uns eingeladen zum Sylt-Festival, so nennt sich das. Und dort dürfen wir halt live performen, was super schön wird. Also im Sommer, wenn die Sonne wirklich knallt und schönes Wetter ist. Ich glaube, letztes Jahr waren 2.500 Leute am cool. Stand und haben da wirklich gefeiert. Und das wird dann auf jeden Fall ein Highlight. Hoffen wir mal, dass es nicht regnet. Ne? Sehr cool. Viel Spaß da. Vielleicht ein Termin für Sie. Auf jeden Fall sozusagen unsere heutige Musikempfehlung. Homesick Astronauts, danke fürs Kommen. Ja, sehr gerne. Danke. Danke dir.